Verfluchte Dornen, schrie ich auf, als ich eben diese zum wiederholten Male in mein Bein verhackten. Ich war wie schon so oft, wenn ich nicht schlafen konnte, rausgefahren, um mir irgendein Waldstück zu suchen, in dem ich mich verlieren konnte. Nachts in einem düsteren und fremden Wald fühlte ich mich seltsamerweise immer am wohlsten. Aber diese verfickten Dornenbüsche, die zuhauf in meinen neuesten Ausflugsziel wuchsen, sie machten es mir nicht einfach, in diesem Wald hier zu genießen. Sei es drum. Ich hatte nicht vor, umzukehren. Nicht eher, wie ich herausgefunden hätte, woher dieses seltsame Licht kam. Der sich wechselnden farbigen Lichter mitten im Wald war schon nach einigen hundert Metern eine schräg klingende Musik gefolgt. Wie eine Spieluhr, der so langsam der Saft ausging. Die Musik erinnerte mich stark an Zirkusmusik und mein Eindruck wurde bestätigt, als ich die letzten dicht gewachsenen Dornbüsche durchschritt. Tatsächlich. Ein Zirkus mitten im Wald, murmelte ich und konnte nicht umhin, das seltsam lilafarbene Licht zu begutachten, welche das gesamte Areal in eine Art albtraumhafte Landschaft verwandelte. Innerhalb des Zeltes hörte ich viel Gerede, was mir ein wenig Erleichterung verschaffte, und ich ging etwas sicherer zum Kartenschalter. Ein sehr großgewachsener, hagerer alter Mann stand dahinter. Seine Augen waren blass und leer. Er schien blind, und doch hatte er mich wohl gleich bemerkt, denn ohne dass ich auch nur ein Wort von mir gegeben hatte, drehte er sich auch schon in meine Richtung und sagte: Ah, noch mehr Kundschaft! Seine Stimme klang rau und trocken, aber jünger als ich es vermutet hatte. Heute Nacht ist die Nacht der Nächte, setzte er das Gespräch fort. Tritt ruhig ein. Bezahlen darfst du später. Die gesamte skurrile Szenerie hatte mich gänzlich verstummen lassen. Und so nahm ich das Ticket entgegen und betrat wortlos das Hauptzelt. Im Inneren des Zeltes hatten schon einige Leute auf marode wirkenden Bänken Platz genommen und waren schon so sehr im Gespräch vertieft, dass sie mein Hereinkommen gar nicht erst zur Kenntnis nahmen. Ich setzte mich auf einen freien Platz und war gespannt, was mich wohl hier erwarten würde. Ich musste glücklicherweise nicht allzu lange darauf warten. Ein junger Mann betrat die Manege, vermutlich der Zirkusdirektor, wenn auch sehr jung für diesen Posten. Ich konnte mir nicht helfen, aber irgendwie hatte sein Blick etwas. Etwas Wahnsinniges. Und als auch die letzten Besucher neugierig verstummt waren, begann der Direktor mit seiner Einleitung. Wertes Publikum! Heute Nacht werdet ihr eine Vorstellung zu Gesicht bekommen, die sich in euren Verstand hineinbrennen wird! Willkommen im Schattenzirkus! Schrie er mit einer leicht schrillen Stimme. Unter Beifall der anderen Besucher verbeugt er sich und verschwand, wahnsinnig lachend wieder im Hintergrund. Der erste Artist betrat die Manege. Er war als Horrorclown verkleidet. Wortlos begrüßte er die Zuschauer und nahm sich eine der Fackeln, die um die Manege herum verteilt waren. Mit dieser ging er zu den rostig wirkenden Kanonen, die am rechten Rand aufgestellt worden waren, und begann dort rückwärts hineinzuklettern. Ich sah mich um und stellte fest, dass ich keinerlei Netze hier im Zirkusfeld gab. Und die Kanone? Sie war auf eine massiv wirkende Wand auf die linke Seite gerichtet. Was sollte das? Fragte ich mich. Und wie auf mein Zeichen beantwortete der Horrorclown meine Frage, indem er fremdartig grinsend die Lunte zündete. Mit einem gewaltigen Knall schoss sein Körper aus der Kanone und unter einem widerlich schmatzenden und knackenden Geräusch prallte er gegen die Wand. Sein zertrümmerter Körper fiel leblos zu Boden und blieb blutend da liegen. Ich war entsetzt, aber unfähig, auch nur irgendeine Reaktion zu zeigen. Den übrigen Besuchern schien es ebenso zu ergehen. Niemand rührte sich. War das Teil der Show? Eine skurrile Horror-Zaubershow? Ich hatte nicht mehr Zeit, großartig darüber nachzudenken, denn weitere Artisten folgten. Sie waren alle als Horrorclowns verkleidet und vollführten ihre Tricks, wortlos und grinsend.
Eine Seiltanznummer, die mit einem tödlichen Sprung auf den Zirkusboden endete. Ein Dompteur, der von seinen Tieren lebendig zerfleischt wurde. Eine Pferdeschau, dessen fulminantes Ende die Vierteilung des Artisten darstellte. Und noch einige mehr. Die Ausnahmen bildeten lediglich zwei Nummern. Ein sarkastisches Duett mit dem Zirkusdirektor selbst und die eigentliche Clownsnummer, die ironischerweise nicht von einem Clown vorgetragen wurde, sondern von einem ganz normal gekleideten Mann. Schwarze Hautfarbe, der auf der Bühne stand und, naja, Witze erzählte. Nicht irgendwelche Witze. Ausschließlich Witze aus der Sparte schwarzer Humor. Und als ich dachte, das sei an Ironie schon fast nicht mehr zu überbieten, lachte sich der Mann in der Manege über seine eigenen Witze tatsächlich zu Tode. Die Vorstellung neigte sich dem Ende zu und das gesamte Zelt bot mit all dem Leichen und dem Blut ein wahrlich groteskes Bild. Der Zirkusdirektor betrat stolz die Manege, bedankte sich und entließ die Zuschauer in den Sonnenaufgang. Als ich herausging, immer noch sprachlos und verwirrt darüber, was ich alles gesehen hatte, sah ich in den Kartenschalter. Der blinde Kartenverkäufer war nicht mehr da. Stattdessen stand dort der Zirkusdirektor. Ich, muss noch bezahlen, stammelte ich, als ich ihn erreicht hatte. Doch er winkte schief grinsend ab. Aber... begann er zu antworten. Bezahlen darfst du später. Der Anblick seines immer breiter werdenden Grinsens ließ mir die Haare zu Berge stehen. Irgendwann werde ich zu dir kommen und die Bezahlung einfordern, fügte er an und zeigte auf das Preisschild, welches sich über den Kartenhäuschen befand. Dort geschrieben stand: Der Eintritt kostet dein Leben. Was soll die Scheiße? Schrie ich empört. Doch mein Ruf ging ins Leere. Er war weg. Aber tief in meinem Kopf hörte ich seine Stimme zu mir sprechen. Schließlich brauche ich ja irgendwann auch neue Artisten. Ein grelles, wahnsinniges Lachen beendete diese innerliche Unterhaltung. Zu Hause angekommen, ließ ich mich in meinen Sessel fallen und hoffte, dass das alles nur ein Traum gewesen war. Ich zog das Ticket aus meiner Tasche und mir war klar, der Schattenzirkus wird mich irgendwann holen kommen. Wollt auch ihr ein Ticket für den Schattenzirkus? Nur zu, traut euch. Bezahlen dürft ihr später.